Infizierten, Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Und zwar gibt es heute das letzte Video zu COD Mobile. Denn meine Freunde, kein Fake mit dem Titel, ich werde mit COD Mobile offiziell aufhören. Ja, wie es dazu kommt und was ich da noch ein bisschen ansprechen möchte, werdet ihr gleich alles erfahren. Aber wie gesagt, es ist absolut real. Ab jetzt werden keine COD Mobile Videos mehr hochgeladen, denn ich möchte meinen Content komplett umstellen. Ihr habt es, glaube ich, auch schon gemerkt. Digga, jetzt schon genau einen Monat lang kam einfach kein Upload mehr, auch wenn Content verfügbar ist. Es gab eine neue Season in COD Mobile, es gab Leaks, der Zombie-Modus soll jetzt wohl doch kommen, aber mir ist das wirklich ehrlich gesagt scheißegal, was Activision da jetzt noch anstellt oder was die jetzt noch rausbringen wollen, denn mit COD Mobile ist ein für alle Mal Schluss. Ich möchte mich einfach auf besseren Content konzentrieren, auf geilere Games und nicht COD Mobile. Ich glaube auch, ihr habt es schon längst gemerkt, ich fucke mich immer wieder über COD Mobile ab, dass die Updates scheiße sind und dass die Seasons einfach nicht satisfying genug sind und es einfach nicht bockt, die Dinger zu zocken. Und ich bin immer noch genau dieser Meinung, denn die machen einfach nichts richtig. Ja, die letzten, ja, lasst mich lügen, Alter, 15 Seasons bestimmt, ist es immer so gewesen, dass eine neue Waffe dazugekommen ist, eine neue Map, und dann haben sie gesagt, jo, Digga, das ist Peak, Junge, richtig, richtig nice, läuft richtig hart bei uns, aber nein, meine Freunde, damit ist offiziell Schluss. Ich feiere einfach diese Update-Politik nicht mehr. Und sind wir mal ehrlich, das Spiel ist auch nicht top-notch, also wirklich, es gibt zig Spiele da draußen, die tausendmal besser sind. Und ja, nicht nur, dass ich mit COD Mobile aufhöre, meine Freunde, nein, ich will generell mit Mobile Gaming komplett abschließen. Ja, im Juli gab es auch nochmal eine richtig nice Streaming-Woche, beziehungsweise zwei Wochen habe ich durchgehend gestreamt und das hat mir einfach nur nochmal gezeigt, ey, war die richtige Entscheidung, wirklich auf Mobile zu scheißen und nur Konsolen-CODs zu zocken. Die zwei 12-Stunden-Streams, die dazwischen waren, richtig, richtig geil. Die haben sowas von gebockt, meine Freunde. Und das hat mir halt wirklich nochmal gezeigt, ey, warum gibst du dich mit diesem Scheiß von COD Mobile ab? Fang doch an, etwas Vernünftiges zu zocken. Und das werde ich jetzt auch hiermit machen. Ja, die Streaming-Woche war auch überhaupt nicht angekündigt oder sonst was. Ich hatte keinen Bock, dass da irgendwelche Randoms vorbeischauen, die wirklich auf COD Mobile hoffen, weil ich weiß, ganz viele Leute hier auf dem Channel sind nur wegen COD Mobile da. Und ja, meine Freunde, das ist wirklich Geschichte. Die Leute, die nur wegen COD Mobile da sind, können ruhig deabonnieren gehen. Ich weiß, dass dieser Schritt richtig Konsequenzen mit sich ziehen wird. Meine Views werden wahrscheinlich richtig unterirdisch sein, weil ich jetzt Konsolen-CODs bringen möchte oder PC-CODs, je nachdem, wie ich da Bock drauf habe. Also ich habe da schon einige Ideen geplant und auch einige schon umgesetzt. Also Videos sind schon sogar in der Produktion. Und ich sag's euch, wie es ist, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß beim Aufnehmen wie jetzt mit den Konsolen-CODs. Also wirklich, was soll man dazu noch sagen? Übrigens, da werden sich wahrscheinlich einige fragen, ey, du machst doch schon Ewigkeiten Mobile-Gaming-Content, warum jetzt auf einmal Konsole und so weiter? Ja, dieser Schritt eigentlich auf die Konsole zu wechseln, war schon damals geplant, als Modern Combat 5 wirklich am Abgrund lag. Und da habe ich auch gesagt, ey, wenn COD Mobile nicht hypt, wenn COD Mobile nicht gut wird, das Spiel, dann vorbei, Jungs, dann scheiße ich auf Mobile komplett und switche auf Konsole total um. Ja, wie kam es aber eigentlich dazu, dass ich mit Mobile Games angefangen habe, YouTube zu machen? Ganz einfach, ich glaube, es geht da ganz vielen da draußen. Damals, als ich 16 war, habe ich mit YouTube angefangen. Stellt euch das einfach mal vor, ich bin jetzt fucking 24. Ich ziehe YouTube schon so lange durch, ich streame seit, ich glaube, über 5 Jahren schon. Und es bockt sich einfach so krank immer noch nach all dieser Zeit. Aber Mobile Gaming ist eben nicht mehr das Wahre. Also, wie haben wir alle angefangen, beziehungsweise ich habe damit angefangen, weil mit 16, ja, Geld verdienen und so weiter, war da noch nicht so drinne. Von Mama und Papa hat man eben nicht alles Geld in den Arsch geblasen gekriegt und musste halt aufpassen, wo man mit der Kohle bleibt. Und einfach mal so ganz easy, locker flockig eine Konsole kriegen, war damals einfach nicht drinne. Bis ich halt nicht gearbeitet habe und mir jetzt hier eine PS4 geholt habe, eine PS5, ein fetter Rechner steht hier und ich kann aufnehmen, wie ich Bock habe. Dickes Equipment steht hier, ich nehme hier mit einer fast 800-Euro-Kamera auf, Digga. So ein Ding ist das. Seitdem ich Geld verdiene, geht das auch alles voran.
Und ja, also ich will damit einfach nur sagen, man hat damals, oder ich habe damals mit Mobile Gaming angefangen, einfach weil die Kohle nicht da war. Und man hatte halt nichts anderes außer sein Handy. Und mit dem Handy musstest du alles machen. Aber schön war, PS1-Emulator lief, man konnte wirklich PS1-Games bis zum Umfallen zocken. Ich hatte damals tatsächlich noch eine PS2 und die lief auch noch wunderbar. Ich habe jetzt auch eine komplett neue PS2 absolut gemoddet und so eine Scheiße. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu, weil die noch wichtig wird. Und wie gesagt, Konsole war eben nicht drinne und dementsprechend, ja, ich hatte Bock auf YouTube, ich wollte unbedingt Gaming-Videos machen und da blieb einem gezwungenermaßen nichts anderes übrig, als sich mit Mobile Gaming zu befassen und mit Mobile Gaming zu starten. Und ich glaube auch sehr viele von euch da draußen geht es genauso wie mir damals, dass ihr einfach keine Konsole habt oder euch nicht mal so easy eine Konsole leisten könnt und dementsprechend mit Mobile Gaming zufrieden geben müsst und nichts anderes zocken könnt. So war es bei mir halt damals, bis ich angefangen habe zu arbeiten und mir dann langsam ein paar Sachen kaufen konnte. Und ja, so ein Ding ist das, meine Freunde. Auch generell, warum ich diesen Wechsel jetzt auf die Konsolen-CODs machen möchte, ist einfach, nicht nur die Update-Politik ist absolut scheiße, sondern auch mit den ganzen Seasons da draußen. Ihr wisst, in COD Mobile eine Season dauert ungefähr 30 Tage und man kann sich 50 Stufen erballern. Digga, wenn man möchte, hat man diese Season in 2 Tagen einfach durchgemetzelt und dann ist vorbei. Da finde ich Konsolen-PC-CODs 1000-mal besser, einfach aus dem Grunde, weil eine Season schon über 2 Monate dauert, ihr habt 100 Stufen und in 2 Tagen ist das nicht so einfach geschafft. Ihr müsst euch wirklich ransetzen, ihr müsst das Game zocken, ihr müsst ein bisschen vernünftig spielen, damit ihr den Battle Pass voll macht und so weiter. Und das finde ich auch bockt 1000-mal mehr als in COD Mobile. In COD Mobile werden dir die Punkte hinterhergeschmissen. Das, was ich die letzten 5, 6, 7 Seasons gemacht habe, ist, ich habe einfach hier hinten mein fucking Zweithandy genommen, mich in COD Mobile eingeloggt, in BR reingesetzt, wirklich vom Flugzeug gedroppt, irgendwo hingecampt, bis zum Rundenende, Platz 20 mindestens war immer drinne, immer so 11.000, 12.000 EP bekommen. Und jeder weiß, 20.000 EP sind eine Battle Pass Stufe. Das heißt, investier mal ganz kurz 20 Minuten und ihr habt eine Stufe drinne. Das ist auf den Konsolen und auf dem PC einfach nicht so. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr grinden und ich finde dieses System auch definitiv besser. Vor allem, wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, die Updates sind nicht so pralle, also was jetzt Waffen angeht und Maps und so weiter, die hinzugefügt werden. Und nicht zu vergessen, das eine Event, das sich immer wiederholt, halt nur anders aussieht. Ihr müsst entweder Multiplayer zocken oder Battle Royale zocken oder irgendwann den neuen Zombie-Modus zocken, der mir sowas von hart am Arsch vorbeigeht, meine Freunde. Um irgendwelche Sachen zu sammeln, die setzt ihr ein und auf irgendeiner Map geht ihr die ganze Zeit hin und her und macht so eure Fortschritte. Ja, tolles Event, meine Freunde. Also da macht es auch wirklich die Konsole bzw. die PC-CODs wieder mal 1000-mal besser. Und genau deswegen kommt einfach dieser Umstieg. Und ja, jetzt wird richtig gewechselt, meine Freunde. Auf jeden Fall noch ganz wichtig ist, ich habe definitiv viel mehr Abwechslung, was die Call of Duties angeht. Ich besitze wirklich von der PS3 bis hoch zur PS5 jedes einzelne COD, das je rausgekommen ist. Also ich glaube, auf PS3 hat es mit Call of Duty 3 angefangen, wenn ich mich nicht irre. Eins gab es im Store, eins habe ich auch. Und dann ab Call of Duty 3 eben alles auf Disc bis hoch zur PS5, meine Freunde. Das heißt, ich habe eine verdammt geile Abwechslung und die Abwechslung ist definitiv besser als in COD Mobile. Wenn ich mal Bock habe auf irgendwas Futuristisches, zack, schmeiße ich mir Black Ops 3 rein oder Infinite Warfare und zocke das. Habe ich Bock auf Zweiten Weltkrieg, dann zocke ich einfach Vanguard oder WW2. Habe ich Bock auf irgendwas in der jetzigen ungefähren Zeit, packe ich mir Black Ops 2 rein, MW2, MW3, Digga. Das sind einfach Spiele, die gottesgleich sind, die einfach verdammt gut sind, die richtig bocken. Und die Abwechslung ist 1000-mal besser als in COD Mobile. Klar, es gibt in COD Mobile hier und da Maps aus diesen CODs, aber es ist einfach nicht dasselbe Feeling. Habe ich Bock auf ein anderes Movement-Feeling oder ein anderes Gun-Feeling, wechsle ich einfach mal ganz kurz das COD und bin nicht an COD Mobile gebunden. Und ich sag's euch, es wird saugeil. Also Jungs, nochmal zum abschließenden Punkt, was ich jetzt geplant habe, was noch kommen soll. Auf jeden Fall, die Challenge-Miserie wird fortgesetzt. Da gab es auch schon mal Videos auf der Konsole drauf und das wird jetzt genauso weitergemacht. Ob ich dann irgendwie in Vanguard zocke oder in Cold War oder in MW19 oder jetzt in MW2, das demnächst erscheint, werden wir einfach mal sehen. Auf jeden Fall wird das fortgeführt. Ich habe, wie gesagt,
meine PS2 noch stehen. Und sogar auf der PS2 gibt es Call of Duties. Und ich sage euch eins, ich kann mein scheiß PS5-Scuff an der PS2 verbinden und richtig viel Scheiße damit machen. Vielleicht kommen da auch einfach mal richtige geile Joke-Videos. Auch da habe ich richtig Bock drauf. Mal eine Stunde irgendwie die Story zocken und irgendwie die Dudes auf der PS2 wegscuffen. Digga, ich habe da richtig Lust drauf. Und generell die Videos, die ich gerade auf der Platte habe, die gerade noch in der Bearbeitung sind, ihr werdet sehen, es bockt wie schon lange nicht mehr. Also ich habe wirklich jedes COD da draußen, das es gerade gibt, und kann euch sagen, die Abwechslung ist gigantisch. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu irgendwelchen Videos, die ihr gerne sehen möchtet, rein in die Kommentare. Vielleicht hole ich mir einfach ein paar Dudes, wir zocken 2 Stunden, nehmen das einfach mal auf und dann cutte ich daraus was richtig Nices, richtig Geiles zusammen. Hätte ich auch übel Lust drauf. Also ich sag's euch wirklich, die Abwechslung ist krank geil, meine Freunde. Ansonsten bleibt echt nichts mehr zu sagen. Mit COD Mobile ist jetzt abgerechnet, damit ist Schluss. Kein Bock mehr auf dieses Game. Gelöscht ist es sowieso schon und es wird sich einfach nicht mehr gegönnt. Also Jungs, ich freue mich auf die nächste kommende Zeit und ich werde natürlich jetzt meinen YouTube-Channel richtig wieder neu aufbauen müssen, gefühlt, weil viele Leute werden jetzt gehen und die Views werden einkrachen und so weiter und so fort. Aber die originalen Gs, die jetzt noch bleiben, ihr seid einfach Baba. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Zeit. Ja, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, abonniert diesen Dreckskanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.